Servus Leute und willkommen zurück zu Banished. Diesmal wieder im Hauptmenü, weil wir ein neues Spiel beginnen. Auf der alten Map mit dieser kleinen Karte war das ja eher suboptimal. Deswegen fange ich jetzt doch eher eine neue Karte an. Ich mache jetzt einfach mal random irgendeinen Seed, mal schauen, was da rauskommt bei. Natürlich haben wir Valleys, Moment, Valleys passt, Medium haben wir, hier haben wir Large am besten, dann können wir auch möglichst weit spielen. Climate Fair, das lassen wir mal. Disasters mache ich an, bewusst, weil ich eigentlich das doch gerne hätte. Ich habe nebenbei noch einen Kaffee stehen, nicht wundern, wenn es mal wieder irgendwelche Geräusche gibt. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt nennen soll, das Ding. Ich könnte es jetzt Redwood nennen, aber das passt irgendwie nicht zum... Das passt eigentlich auch überhaupt nicht zu meinem neuen Namen, ne? Sag ich mal so. Moment. Löffelgeklappere for the win hier. Es ist gerade so ungefähr 10 vormittags. Ich bin gerade aufgestanden. Es ist noch nicht wieder Semesterbeginn, deswegen kann ich mir das erlauben. Jetzt geht es dann wieder nicht mehr, wenn das Semester anfängt. Wie nenne ich denn die Stadt? Ich bin bei sowas... Wer mein Sims Let's Play kennt, der weiß, dass ich bei sowas extrem unkreativ bin. Und mich sehr schwer tue, mir irgendwelche Namen auszudenken. Wie nenne ich die Stadt? Dammit! Wir verdächtig sein, das ist das Problem. Oh Gottes Willen. Ich habe keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich lasse die jetzt einfach mal voreingestellt. Wenn mir irgendwas Schönes da kommt. Das hört sich alles so an wie so ein bisschen so englische Dörfer, ne? Das ist ein bisschen so englische Dorfnamen oder so englische Kleinstadt, würde ich sagen. Die heißen auch immer so ähnlich. Okay, bisher nichts dabei, was mir gefällt. What the fuck? Da kommt auch interessante Sachen kommt da teilweise bei raus. Oh Gott, what the fuck? Hilfe. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig. Ich kann mir sowas absolut nicht ausdenken. Bin ich extrem schlecht drin. Ich weiß gar nicht, kann man die Stadt nachträglich noch umbenennen? Eigentlich ist der Stadtname auch relativ egal, ne? Ach komm, wir nehmen jetzt einfach das. Ich weiß gar nicht, vielleicht kann man das nachträglich noch wieder umbauen. Ich bin mir da nicht sicher. Kann sein. Ich glaube aber nicht. Und wie viele Baustellen? Hilfe. So, schauen wir mal, was wir für eine Karte bekommen. Moment. Karte. Wir starten hier und zwar ziemlich ungünstig. Wobei, wenn wir hier drüber gehen, dann haben wir... Wenn wir hier drüber... Wir müssen ziemlich bald eine Brücke hier rüber bauen, dann haben wir Platz. Also das sollte jetzt nicht das Problem sein. Wie sieht es denn weiterhin aus mit der Map? Moment. Hier, wir sind hier oben. Hier unten wäre sehr viel Platz, aber ziemlich viele Hügel. Ja, ich weiß gar nicht, sollen wir uns jetzt mit dir abfinden? Weil es wäre schon... Es ist hier schon blöd. Ich mache da mal eine neue noch. Ich will jetzt nicht hier die perfekte Map haben, aber ich will eine Map haben, die uns nicht... Ganz so. Sorry, das hat sich angeboten irgendwie. Das hat sich angeboten jetzt bei dem Namen. Tut mir leid. Das musste jetzt sein. Ich komme momentan oft nicht wirklich zum Aufnehmen, weil ich mich wieder aufs Semester vorbereiten muss. Ich muss jetzt noch gute 10 Seiten Physikpraktikum in den Block abschreiben, weil man das ja nicht ausdrucken darf, den Scheiß. Naja. Ich meine, ich habe es digital schon alles erstellt, das ist jetzt nicht das Problem, aber man muss halt das alles noch abschreiben, weil unser Prof das halt auf in Blockform haben möchte. Oh, das sieht doch nett aus hier. Sehr viel Flachland, sehr viel Stein. Ja, das ist gut, das ist perfekt. Sind zwar ein paar Berge drin, aber das macht nichts.
Das kann man jetzt mal lassen. So. Ich werde jetzt trotzdem, auch wenn ich gesagt habe, ich plane nicht so viel, ich plane auch nicht alles, aber ich werde mit ein bisschen mehr Planung und mit ein bisschen mehr Erfahrung da rangehen an, an das Straßensystem. Erstmal muss ich mir meine ganzen Dinger hier herholen. So, Moment. Map. Eventlog kommt hier unten mit hin. Das Statistikfenster hier. So. Genau. Machen wir das so. Hier, das muss ich runterschieben, weil hier oben meine Aufnahmeanzeige ist. So, Entschuldigung, Kaffee leer. Jetzt ist auch keine Unterbrechung mehr da. So. Ich muss kurz mal was schauen. Edge Scrolling, blablabla. Celsius Weather Effects, ja genau, das passt alles noch. Das passt alles noch. Ich möchte nur kurz mal schauen, wie das, ob das alles funktioniert. Warum habe ich hier V-Sync an? Macht keinen Sinn. Ich könnte, ach, das kann man ja noch weiter hochstellen. Oh, das ist ja also. Also, ich spiele hier auf, was ist denn da falsch? Ich spiele hier ja auf niedrigen Grafikeinstellungen. Oh. Ja, vermutlich habt ihr jetzt wieder ein schwarzes Bild gehabt, weil ihr die Optionen übernommen hat. Ich möchte noch mal kurz was machen. Und zwar das belegen. So, dann kann ich nämlich hier schön mit den Maustasten rumfliegen. Das ist mir deutlich lieber. So, wir bauen jetzt erstmal hier ein paar Häuser hin. Ich muss jetzt trotzdem noch zu R immer zurück, wenn ich hier was machen möchte. Oder machen wir das? Ich weiß gar nicht. Ich würde erstmal gerne hier hinten das Gebiet ein bisschen säubern von Ressourcen, damit wir hier erstmal ein bisschen Startfläche haben, mit der wir arbeiten können. Säubert erstmal das hier, liebe Jungs. So, ich mache gleich mal zwei Bilder für die Straßen, dass die auch klarkommen. Wir brauchen Häuser. Wir haben noch Early Spring. Ich werde jetzt wieder ein bisschen auf Felder setzen. Allerdings nicht viele. Also ich werde jetzt nicht 3 Millionen Felder wieder bauen. Das ist ja auch Schwachsinn. So 10x10, das kann einer bewirtschaften. Und hier auch noch ein 10x10 Feld. Was haben wir denn hier? Pumpkin und Potato. Beides nicht wirklich gute Optionen. Aber ja, es geht schon. So. Genau. Beide sind bewirtschaftet. Wunderbar. Machen wir das erstmal so, dass wir erstmal die Saison noch vielleicht ein bisschen was bekommen. Zwei Farmer, 6 Laborer, die werden jetzt erstmal alle ein bisschen labern. Dann Häuser. Wichtig. Wir brauchen ja. Wie mache ich denn das? Ich werde jetzt hier mal anfangen. Eigentlich könnt ihr die schon mal bauen. Das ist jetzt nicht das Problem. Werde ich hier mal so anfangen, so ein bisschen. Mit so ein paar Zellenhäusern. Erstmal 4 Stück. Wir brauchen dann vermutlich noch mehr. Baut erstmal die zwei fertig hier. Dann haben wir das schon mal. Ich werde jetzt dann erstmal Häuser mir anschaffen. Und dann erstmal den Bereich festlegen, in dem ich dann den Forester, Herbalist und so Sachen bauen möchte. Das wird sich dann noch zeigen. Das wird dann hinten irgendwo im umliegenden Wald sein. Vermutlich hier hinten, weil hier sowieso die Berge sind. Und da kann man eh nicht effektiv bauen. Insofern machen wir das vermutlich dann hier hinten. Da baue ich dann natürlich auch Häuser dazu. So, ihr werdet jetzt schön fleißig gebaut, hoffentlich, liebe Häuser. Dann brauchen wir früher oder später noch einen Woodcutter. Ich baue das mal gleich hier zu. Storage for Logs, Stone and Iron is near capacity. Ja gut, das ist mir klar. Moment, da machen wir, das können wir aber ändern. Indem wir hier... Nein, das ist blöd, weil hier jetzt gerade das nicht geht. Ich mache erstmal hier ein provisorisches großes Lager hin. Es kommt dann später wieder weg. Dann können die zumindest erstmal lagern. What the fuck, Moment. Entschuldigung, das, wenn ihr das hat, habt ihr jetzt vermutlich gehört. Das war mein Telefon. Und zwar hat gerade der Kabel Deutschland Vertreter angerufen, weil uns der eventuell ein bisschen übers Ohr gehauen hat. Das müssen wir noch rausstellen. Müssen wir noch rausfinden. Und zwar haben wir ja momentan zwei Verträge, also zwei Internetanschlüsse. Wir haben noch den alten von 1&1 mit der 16K-Leitung und den neuen jetzt von Kabel Deutschland mit der 100K-Leitung. Das Problem ist, Kabel Deutschland, also der Vertreter hat uns eigentlich zugesagt, dass wir
nichts an Kabel Deutschland zahlen für den Internetanschluss, bis der alte Vertrag ausläuft. Das Problem ist, dass das jetzt trotzdem monatlich abgebucht wird. Jetzt müssen wir mit dem mal ein kleines Gespräch führen, was das denn jetzt soll. Denn so geht das ja auch nicht klar. Ja gut, das müssen wir mal machen. Ist jetzt aber auch Nebensache. Schauen wir mal, was jetzt rauskommt hier. Muss das dann zurecht cutten, dass das alles passt von der Länge her. Das Ding rauscutten, das Telefonat jetzt. So. Hier wird fleißig gebaut, wunderbar. 10 Leute braucht ihr, dann braucht ihr vermutlich noch mehr Häuser. Ich werde jetzt hier schon mal in dieser Kästchenform arbeiten. Damit das ein bisschen klar geht. Es kann natürlich gut sein, dass wir uns jetzt übernehmen. Ich weiß jetzt auch gar nicht. Brauche ich die alle? Ich brauche nur eins davon. Okay, das nächste wird also noch nicht gebaut, weil sonst vermehren sich die Leute wieder. Jetzt brauchen wir erstmal einen Woodcutter. Der kann sich schon mal um die Loks kümmern. Der kann ja erstmal hier hin. So, nichts removen, gut, er wird gebaut, wunderbar. So, jetzt, wo ist eigentlich der nächste Fluss? Hier hinten, okay, das geht noch. Ist noch an der Grenze, ist zwar ein bisschen suboptimal, weil er so weit weg ist, aber das geht schon noch. Kann man jetzt noch arbeiten mit. Jetzt, Lager haben wir, Felder haben wir, die werden auch Late Spring. Ach, guck mal, die sind doch schon gut weit, sage ich mal. So, der Woodcutter wird gebaut, der passt hier auch super hin, einwandfrei. Die Sache ist die. Wie machen wir das jetzt? Ich möchte erstmal, hier hinten ist blöd, was hinzubauen. Ich werde jetzt hier hinten mal hier ist zu viel Stein, hier findet der Gatherer nicht anständig was, vermutlich. Den Gatherer, wo stelle ich den denn mal hin? Hier hinten könnten wir den hinstellen. Schmarrn, den Herbalist, aber den brauchen wir eigentlich auch noch gar nicht. Es wäre jetzt erstmal wichtiger, einen Forester, beziehungsweise einen Gatherer und einen Hunter, also so eine Kombination da. Kein Woodcutter. So eine Kombination dazu schaffen. Den können wir jetzt vorübergehend jetzt mal hier hinstellen. Die Stadt kann ja dann in die andere Richtung expandieren. Das ist jetzt nicht das Problem. Stellen wir hier mal den Forester hin. Dann daneben einen... Moment. Wo haben wir es denn? Ich bin gerade zu blöd, den zu finden. Eine Hunting Cabin. Und zwar... Moment. Hier direkt daneben. Die Hunting Cabin. Baut ihr... gut, die Hunting Cabin muss fertig werden. Der Forester ist nicht so wichtig. Der wird nur schon mal geplant. Dann kommt hier eine Straße durch. Moment. Irgendwas stimmt hier jetzt nicht. Ich habe das falsch gebaut hier. Sorry, bin Perfektionist. Tut mir leid. Ich muss die Straße... muss hier durch, quasi. Die kann ja gebaut werden, das ist ja egal. Die kann ja da sein. Kann da ruhig existieren. So, dann hier. Gut, Forester ist pausiert. Dann baue ich hier nebenan mal ein Lager hin. Kein 10x10 Lager, das ist übertrieben. 6x6 sollte reichen. Oder 6x5. 6x5 Lager sollte ich eigentlich reichen. Das baut ihr mal und dann noch einen Gatherer. Gatherers hat. So. Die kommt auch noch hier an die Straße ran. Die wird auch gebaut. Der Forester ist gar nicht so wichtig gerade. Wir können uns ja momentan noch mit den Dingern versorgen hier. Mit Holz, indem wir einfach hier ein bisschen roden. Müssen wir sowieso weiter später, ja. So, Woodcutter ist schon mal am Start. Dann haben wir auch Feuerholz, dass uns die Leute nicht erfrieren im Winter. Der ist zwar jetzt noch nicht da, aber das wird bald der Fall sein. So. Wie sieht es bei euch aus? 65%, ihr könnt schon mal ernten. Ihr wartet noch ein bisschen. Early Autumn, also wenn die bei 70 sind, ernten die auch mal. Da haben wir zumindest wieder Nahrung über den Winter hinweg. Hier hinten muss halt dann noch gebaut werden. Hier können die auch ernten jetzt gut. Die dürfen jetzt auch relativ kurze Wege haben. Natürlich wäre es praktischer, wenn hier oben eine Storage Bahn wäre, aber das ist auch mal, glaube ich, nicht so unbedingt das Drama. So, die Stockpile ist schon fertig, wunderbar. Die Gatherers Hut wird auch schon gebaut, super. Gut, 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 gut. Wir haben schon Kinder, die geboren werden, das ist auch super.
ist wichtig, vor allem, dass uns die Leute nicht aussterben. Wir haben auf jeden Fall zu viele Lager, fällt mir gerade auf. Das können wir dann eigentlich wieder abreißen. Das brauchen wir gerade nicht. Ich meine, wir haben hier hinten eins für die hier und hier eins. Ich könnte auch hinten noch eine Storage Barn hinbauen, wegen den Gatherer und der Hunting Cabin. Aber das ist jetzt auch, glaube ich, nicht so effektiv. So, Hunter werde ich mal erstmal einen zuweisen, dass der mal arbeitet. Mal schauen, es kann gut sein, dass wir mehr brauchen. Vermutlich brauchen wir auch mehr. Ich weiß gleich mal zwei zu und dann zwei Gatherer auch. Dann haben wir zumindest mal die Nahrungsversorgung sichergestellt. Hier wird schon gebaut, fleißig, wunderbar. 34 auf 45, gut. Könnt ihr eigentlich auch hier das Ding mal bauen, dass der Wald hier nicht komplett versifft. So, Gatherer weiß ich mal noch nur einen zu, weil wir die Laborer noch brauchen. Haben wir ein bisschen mehr Fleisch, sollte auch gehen. So, baut ihr dann mal noch das. Und danach werde ich hier ein bisschen die Steine und das Eisen manuell mal wegholen. Weil der Forester holt es zwar auch weg, der braucht aber ein bisschen. Deswegen holen wir ihm das jetzt schon mal prophylaktisch weg hier. Brauchen wir sowieso, früher oder später. Insofern passt das schon. So. Macht ihr das noch gut? Jetzt brauche ich nämlich hier keine Laborer mehr, weil jetzt das die Builder machen hier. Sobald die Baustelle steht, machen das die Builder, da brauche ich keine Laborer mehr. So, erstmal hier, Collect Stone. Und zwar so in etwa in diesem Radius. Collectet ihr mal Stone und collectet ihr mal Iron. Ich weiß, man darf die Radien nicht zu groß machen, sonst sind die überfordert, das ist mir bewusst. Aber das sollte noch gehen, glaube ich. Solange man ihnen nicht zu viele Aufgaben gibt, glaube ich, geht das noch. Wir haben 1000 Nahrung, ich hoffe, das reicht. Aber wir haben jetzt hier hinten auch Hunter und Gatherer. Gut, lassen wir das erstmal so. Wenn das Building fertig ist, können wir die wieder zu Laborern machen, die Bilder. Wobei die automatisch hier am Labern sind, sobald die keine Arbeit mehr haben. Dann passt das schon insofern. Passt das schon insofern, das ist auch tolles Deutsch, ne? Naja. So, wird das mit dem Forester? Den werden wir erstmal noch stilllegen, bis wir Leute haben, um ihn auch effektiv zu bewirtschaften, sag ich mal. Wobei, wir können ja mal einen zuweisen. Dann die Builder können erstmal zu Laborern werden. Werden sie zwar sowieso, aber ja. Könnt ihr hier labern? Jetzt, ja genau, jetzt holen die hier fleißig das ganze Zeug weg. Und ich denke, der Forester wird seinen Job auch machen. Wir haben jetzt wieder einen Haufen Kinder, die werden dann auch irgendwann erwachsen. Hoffentlich zumindest. Wäre schlecht, wenn nicht. Wir produzieren Nahrung, das ist gut. Also erstmal abgesichert. Fischer können wir sowieso momentan noch nicht bauen. Weil die halt hier hinten Land brauchen. Der Gatherer ist auf jeden Fall erstmal gut, weil er hier halt auch vier verschiedene Arten von Nahrung sammelt und damit für Abwechslung sorgt. Was natürlich für die Gesundheit besser ist von den Leuten hier. Hier haben wir Venison, also hier haben wir Wild. Ich weiß gar nicht, was heißt Venison übersetzt. Vermutlich Wild oder sowas, ne? Gehe ich jetzt mal von aus. Oder Hirsch oder so. Ich kann doch mal schauen. Ich will sowas gerne wissen. Mal bei Google nachschauen. Das möchte ich immer gerne wissen, sowas. Eigentlich könnt ihr Laborer mal dieses Lager abreißen, das brauche ich nicht mehr. Ich meine, hier ist das Lager 50% voll und hinten haben wir ja auch noch eins, insofern ist das jetzt gerade nicht das Problem, dass wir fehlende Lagerkapazität hätten. So, was bauen wir denn als nächstes Schönes? Ein Blacksmith könnte mal her, allerdings haben wir da... Ach ja gut, wir haben schon wieder Laborer dazu gewonnen, das finde ich gut. Dann baue ich mir mal gleich einen Blacksmith, weil wir den... Wir haben zwar noch 24 Tonnen Werkzeug, aber die werden ziemlich bald auch ausgehen und deswegen sollten wir da früh genug dafür sorgen, dass wir einen Nachschub haben. Ich werde den jetzt mal... Wo baue ich den denn hin? Bauen wir den mal hier hinten hin. Dürft auch mal bauen, Jungs. Wäre ich euch sehr verbunden. Das Lager wird auch abgerissen. Ich weiß gar nicht, machen das die Laborer? Vermutlich. Obwohl, weiß ich immer noch nicht, wer das macht. So, schauen wir mal. Wild. Hirsch, Reh, Wildfleisch, Rehfleisch heißt es. Okay. Habe ich mir schon gedacht. Sowas in die Richtung. So. Haben wir erstmal einen kleinen Beginn für unsere kleine Stadt gelegt. Nahrung haben wir. Der Winter naht, beziehungsweise ist schon da. So. Die Felder werde ich dann aber mal hier hinten hin verlegen. Da muss ich aber erstmal ein bisschen roden. Da muss ich hier noch ein bisschen reinroden, wenn die hier hinten fertig sind. Das sind sie aber momentan noch nicht ansatzweise. Insofern
Die werden jetzt, glaube ich, erstmal den Stein wegholen, weil ich ihnen das als ersten Befehl gegeben habe und dann erst das Eisen. Ist aber gar nicht so das Problem jetzt. So, Lock Limit setzen wir gleich mal auf 500. Wir wollen uns da ja nicht abschneiden. Genauso wie das Nahrungslimit mal auf 50.000 gesetzt wird. Wir wollen uns da auch nicht abschneiden. Genauso wie hier, dass die weiter produzieren. Ist halt problematisch, weil wir dann die ganzen Loks aufbrauchen. Auch theoretisch. Deswegen lasse ich das doch erstmal auf 500. Sonst produziert er nämlich ewig und braucht uns die ganzen Loks auf. Wobei wir, wenn wir eine gute Lokproduktion haben, eigentlich das Problem nicht haben sollten. So. Hier wird jetzt hoffentlich dann hintransportiert. Wir haben ja gerade relativ wenige Loks auch. Müssen wir bald mal wieder nachtransportieren. Dafür haben wir eine haufenweise Stein. Ist auch schön. Aber meine Laborer sind gerade hinten noch beschäftigt, deswegen lasse ich das gerade mal. Unterbrecht mal das und baut lieber den Schmied, Jungs. Ich brauche den schnell. Und das muss auch mal abgerissen werden, aber das ist jetzt Nebensache. Vor allem, weil es eigentlich nur dieses Holz hier kurz mal weg müsste und dann wäre das wieder perfekt. Aber nö, da kümmert sich auch keiner drum. Faule Säcke hier. So, Steine sind da. Hier haben wir 188 Steine schon allein auf diesem Lager. Ja gut, weil das halt näher liegt, ne? Da lagern die das alles dahin. Kann natürlich gut sein, dass es das jetzt voll wird. Aber dann lagern sie es auch hierhin. Also die kommen da schon klar. So doof sind die jetzt nicht. So. Meistens zumindest. Nicht immer. Loks brauchen wir. Haben wir keine mehr. Das ist blöd. Vor allem, weil die halt hinten jetzt hier noch dabei sind, das ganze Eisen abzuholzen. Ist gerade ein bisschen schlecht. Weil wir... Ja gut, die Loks kommen ja mehr oder weniger wieder ran von den Forestern. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber die werden halt auch gleich wieder vom Firewood-Fuzzi geklaut, ne? Das ist auch... Macht mal das... das Lager lasst ihr mal doch da. Nicht, dass uns das doch noch knapp wird mit dem Lager. Weiß ich jetzt nicht. Irgendwie habe ich auch gar keine richtige Verbesserung der Grafik durch das Umstellen jetzt erlebt, ne? Also viel hat sich da nicht getan. Naja. Ist aber trotzdem eine hübsche Grafik, muss jetzt... Ich brauche auch keine Full-HD-Grafik oder sowas, das ist ja Schwachsinn. Bei so einem Spiel ist das ziemlicher Schwachsinn sogar. So. Die lieben Laborer sind gut dabei. Ich sehe nicht mehr viel Eisen, das hier rumliegt. Haben sie gut weggeholt hier. Ich kann ja nochmal schauen, man kann ja das eigentlich nur so nachprüfen, indem man hier... Ja gut, hinten ist noch ein bisschen was, das ist aber nicht mehr viel. Das haben sie gleich. Da kann ich ja auch wieder... Bäume farmen gehen sozusagen. Wir haben ja wieder genügend Laborer jetzt gerade. Wir können auch mal dem Gatherer noch einen zuweisen. Dann steigern wir uns halt da immer so weiter hoch. Mit der Zeit. Dann werde ich das gleich mal so machen, dass ich hier... Ich kann das weiterlaufen lassen, das brauche ich nicht passieren. Dass ich hier hinten die Ressourcen quasi komplett mal weghaue. Also hier so rodet man hier ein bisschen. Dass wir hier eine schöne Fläche haben. So 40 mal... Machen wir mal so. So. 40 mal 22 Feld. Das können sie erstmal roden. Da haben wir da unseren Platz fürs Dorf später. Also für die Felder. Hier kommen dann die Felder hin. Hier, die möchte ich nämlich weghaben. Die waren ja nur provisorisch da. Und hier möchte ich erstmal Platz für Häuser und so haben dann. Ich müsste hier hinten Häuser bauen, das ist mir durchaus bewusst, aber momentan ist es, glaube ich, noch nicht so tragisch, weil das halt alles noch relativ nahe zusammen ist hier. Das ist also jetzt gerade nicht das Problem. Ich könnte hier mal die Straße... Nein, so nicht. Müsste hier mal die Straße kurz... Hallo? Dürfte ich das bitte... Nein, darf ich scheinbar nicht, okay. Muss ich das so machen? Oh, war dein Augenmaß, ne? War jetzt eigentlich extrem nur geschätzt, ne? Also, ich bin zufrieden mit mir. So, wie sieht's bei euch hier hinten aus? Seid ihr fertig? Ja, die haben... Ne, hier hinten ist noch ein bisschen und hier. Also so ein paar Eisenstückchen haben sie noch. Aber das sollte jetzt nicht das Problem sein. Das sollten sie gleich haben und ich sollte cutten. Ich würde sagen, man sieht sich morgen in der nächsten Folge. Und bis dahin, Servus.